Digga, wir talken ja manchmal Sea of Thieves, ne? Und dann laufen, da sind so manchmal liegen dann so Skelette rum. Bruder Hugo sagt bei jedem Skelett, oh mein Gott, ain't no way. Bruder, jedes Mal, es ist so scheiße. Ja, du bist für diese Generation mitverantwortlich. Das wird nicht nur bei Hugo so sein. Ach, scheiße, es tut mir leid. Warte mal, apropos, ich muss mal ganz kurz Wilbo schreiben, dass wir Sea of Thieves gespielt haben und er das wieder zu einem Video machen kann. Wilbo, mal ab an die Arbeit, Junge. Ey, Arschloch, was geht, Mann? Ey, Bruder, wir haben letztens Sea of Thieves gespielt. Nochmal, das kannst du wieder zu einem Video verscherbeln. Du bist so ein cooler Chef. Ja, ich weiß. In meinem Office gibt es eine Tischtennisplatte. Und wir haben ein Sonnendeck, in dem man sich ausruhen kann. Lösch mal die Sprachnachricht und sag es Wilbo mal ganz anders, so dass er da wirklich schreibt, was ist mit dir los, Kevin? Dass du mal wirklich so... Okay, warte. Also actually ist das, was ich gerade gesendet habe, ist wirklich, das ist am ehesten, wo er fragen würde, was ist mit dir los? Weil normalerweise sage ich so, hey Bro, was geht? Yo, wir haben letztens, weißt du, so. Ja, stimmt, und jetzt ist es halt das hier. Hey, Arschloch, was geht, Mann? Hi, Bro. Ich wollte ganz kurz noch sagen, also erstmal, ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag heute gehabt. Ich habe letztens mit meinen guten Freunden Stegi und Hugo zusammen mal wieder Sea of Thieves gespielt. Das war dieses geile... Jetzt Stimmungsschwankung, jetzt Stimmungsswitch. Das war dieses beschissene Piratenspiel, Bro. So gar keinen Bock gemacht. Aber es hat beim letzten Mal gut AdSense gebracht. Ja, wäre geil, wenn du die Scheiße einfach hochlädst, Digga, du Wichser. Jetzt wein, jetzt sei traurig. Mann, Digga, ich kann mir das alles nicht mehr leisten. Kannst du die Rechnung irgendwie halbieren für nächsten Monat, Bro? Ja, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Danke. Okay, ich hab's abgeschickt. Digga, du bist doch ein guter Schauspieler, ne? Das ja, war ja, ich lösch die andere. Ich spiel nochmal ab. Hi, Bro! Ich wollte ganz kurz noch sagen, also erstmal, ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag heute gehabt. Ich habe letztens mit meinen Stegi und Hugo zusammen mal wieder Sea of Thieves gespielt. Das war dieses geile beschissene Piratenspiel, Bro. So gar keinen Bock gemacht. Und es hat beim letzten Mal gut AdSense gebracht. Ja, wäre geil, wenn du die Scheiße einfach hochlädst, Digga, du Wichser. Mann, Digga, ich kann mir das alles nicht mehr leisten. Ton? Kannst du die Rechnung irgendwie halten? Oh mein Gott, und spiel nochmal ab. Bro, Hilfe. Was denn? Ey, mach mal bei, mach mal deinen Sound über das Ninja-Wort und spiel mal die Spannung. Ich will auch nochmal hören. Boah, das ist ultra kompliziert, ja, warte. Oh. Dann, ich leite es dir weiter bei... Ich spiel's über mein Handy ab. Mein Handy ist nicht hier. Okay, dann scheiß mal drauf. Nee, ich hol's. Boss. Okay, hier, pass auf. Hi, Bro. Ich wollte ganz kurz noch sagen, also erstmal, ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag heute gehabt. Ich habe letztens mit meinen Stegi und Hugo zusammen mal wieder Sea of Thieves gespielt. Das war dieses beschissene Piratenspiel, Bro. So gar keinen Bock gemacht. Und hat beim letzten Mal gut AdSense gebracht. Ja, wäre geil, die Scheiße einfach hochgehst, Digga, du Wichser. Mann, Digga, ich kann mir das alles nicht mehr leisten. Kannst du die Rechnung für den nächsten Monat, Bro? Digga, Mike hat dann geschrieben, arbeite bitte in, antwort bitte in der Arbeitsgruppe erst nach dem Stream. Digga. Hast du zu viele Pokémon verloren oder warum die weirde Sprachmemo? Wilbo, ist eine lange Story. Basti hat mich gezwungen, dass ich während der Sprachnotiz meinen Mood change. Aber warum schreibt er nicht auf WhatsApp, ob alles okay ist oder so? Hm. Warum schreibt er public im Chat? Weiß nicht, vielleicht hat er. Guck nach. Er hat geschrieben, ist jo. Deswegen Juli noch nicht bezahlt. Oh. Ist doch da noch eine Rechnung offen? Oh, Bro, Anfang September hast du Juli noch nicht bezahlt, ist auch interessant. Nee, Juli. Ey, gut, dann ist es besser. Das macht meine Mutti, ja. Ich kümmere mich da nicht drum. Bei mir muss man grundsätzlich 3 Monate warten, bis eine Rechnung bezahlt wird. Manchmal werden die auch gar nicht bezahlt, einfach. Einfach mit Würfel, Multiplikator. Oder get rich, stay rich. Multiplikator, Digga. Einfach ein Business-Tipp. Digga, wir flippen immer Coin am Ende des Monats, ob Wilbo bezahlt wird oder nicht. Mega geil, so hält man die Mitarbeiter. Nee, sorry, Bruder. Ich wusste das nicht. Ich hoffe, er hat schon so voll oft gesagt. Und du machst aus Jokes so diese Sprache. Er hat so viermal Mahnung geschickt, Digga.